So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Livestream auf Konkurrenzlos TV. Mein Name ist Arthur und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Mann, hab ich Bock drauf. Ich musste mich die ganze Zeit so ein bisschen beherrschen, mich die ganze Zeit so ein bisschen davon abhalten, weiter zu zocken. Denn das ist ja weiterhin so ein kleines Projekt von meiner Seite aus auf unserem Livestream, den wir halt hier machen werden. Und ich hab Bock drauf, Leute. Ich hab richtig Bock drauf. Kleine Zusammenfassung, was wir letztes Mal gemacht haben, so jetzt als Recap, wenn man das so schön sagen kann. Denn wir waren in Hogsmeade oder wurden nach Hogsmeade beauftragt, um erstens einen Zauberstab zu holen, mir Rezepte zum Tränkebrauen und Anbau und was hatten wir noch gehabt? Ne, das war es eigentlich schon. Mehr haben wir halt da wirklich nicht mehr gemacht. Und natürlich wurden wir von Troll angegriffen, den haben wir abgewehrt, weil wir sind ein krasser Ficker und haben schon einfach zu viel Level. Ich glaube, der Troll war, glaube ich, Level 3 oder so. Den haben wir einfach weggeklatscht. Und ja, und jetzt geht's, glaube ich, wieder zurück in die drei Besen als erstes, wo wir ein Butterbier trinken werden. Habe ich Bock. Das vielleicht klingt eklig, aber wie ich schon gesagt habe, habe ich mal probiert. So schlimm ist das Butterbier am Ende dann doch nicht. Gibt Schlimmeres, um ehrlich zu sein. Ich habe schon schlimmere Sachen ausprobiert. Ah, das hatten wir aber schon. Okay, was hatten wir aber schon? Du kommst in Hogsmeade an das Kind dran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Hä, aber da waren wir doch schon überall. Warte mal, das haben wir auch gehabt? Bin mir sehr, sehr sicher, das ist da, wo sie die rausgetragen haben. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukommen. Genau, und jetzt, das ist doch der Punkt, wo wir stehen geblieben sind. Ich dachte schon, hä, warum sind wir schon wieder erst auf dem Weg zu den drei Besen? Da waren wir doch eigentlich schon. Guti. So, das macht jetzt Sinn, warum ihr das abgespeichert. Keine Ahnung, aber gehen wir rein in die gute Stube hier. So, die Neddy will mit mir reden. Ich bin heilfroh, dass Serona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Ja, soll sie sich nicht Sorgen machen? Wir sind Motherfucker. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Okay. Wähle die Taste um Karte von Hogwarts. Ja. Schnellreise zu deinem Gemeinschaftsraum. Wo ist denn das hier? Große Halle. Bibliothek. Ausgang. Glocke. Große Treppe, Südflügel. Ich glaube, hier war das, oder? Gemeinschaftsraum von Hufflepuff. Jo. Da wollen wir mal. So. Als einer der geringen Hufflepuff-Mitbewohner hier. Ja gut, nicht der eine der geringen, aber ich habe mal die Statistik geguckt. Es sind nicht super viele Hufflepuff-Leute am Start, ne? Die so ein bisschen in dieses Projekt eingestiegen sind. Es gab da so super viele Umfragen, wo jemand da gefragt hatte in den diversen Seiten, wer spielt hier welche Klasse, in welchem Haus. Und tatsächlich war Hufflepuff der Letzte. Ich glaube, mit nicht mal 10% oder so. Deswegen freue ich mich. Ich fühle mich leicht besonders als Hufflepuff-Mensch. Oh, warte mal. Du hast Eulenpost erhalten. Okay. Ah, von meinem besten Freund Professor Fick. Extra Fick! Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in den Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Ja, dafür wird jetzt erstmal wieder hier ein bisschen Schule geschwänzt, würde ich mal sagen, ne? Professor Fick. Denn der Professor Fick gibt einen Fick auf Unterricht. Dann wollen wir mal mit meinem geilen Zauberstab hier, ne? Wollen wir mal sagen hier. Ich glaube, super viel können wir in den Gemeinschaftsraum sowieso erstmal noch gar nicht machen. Denn Schlösser knacken und so, das beherrsche ich alles noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt irgendwie einen Skilltree oder sowas in der Richtung hier gibt. Gar nichts davon gesehen. Okay, gut, das sind jetzt so optische Sachen. Aber ich habe wirklich... gibt es da was? Talente, doch, es gibt Talente. Aber wir haben doch noch nicht den Zugriff drauf. Naja, gut. Dann ist es halt so. Dann gehen wir mal weiter hier. Hufflepuff nimmt sich die Zeit dafür. Ich meine, wir können uns dahin teleportieren, oder? Aber... oh, warte mal. Geheimes Lager im Schloss. Sprich mit Arthur
Plumley. Ey, das bin ich! Also, mein Name jedenfalls. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall mal die Nebenquests an. Also, ich habe mir schon vorgenommen, nicht alles unbedingt zu machen, jeden kleinen Scheiß. Aber die Nebenaktivitäten habe ich mir schon gesagt, dass wir die mindestens mal machen werden. So, Auftrag verfolgen. Dann wollen wir das als erstes mal machen, bevor wir mit unserem guten Kollegen Professor Fick sprechen. Okay, er ist oben. Alter, die Mütze, auf die komme ich immer noch nicht klar. Die ist echt lame. Aber... Okay, in dem Fall brauche ich hier nichts machen. Da ist mein Freund. Vielleicht kannst du mir helfen. I don't think so, Bro. Du bist auf dich allein gestellt, Bro. Ich habe keinen Bock, dir zu helfen, Bro. Was gibt's hier noch so Schönes? Warte, kann man hier irgendwie durch? Ja, aber Schloss. Okay, gut. Das war ja das, was wir schon mal so etabliert hatten. Da ist mein Boy. Kannst du mir was Neues beibringen, my boy? Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Cool. Wie lange unterrichten Sie schon in Hogwarts? Darf ich fragen, wie lange Sie schon in Hogwarts unterrichten? Nun, wie lange schon? 7 bewegte Jahre. Die Zeit verfliegt, denn wir haben Spaß. Das finde ich wichtig. Ein wissbegieriger, positiver und zuversichtlicher Geist ist doch stets am offensten. Einige Professoren sehen das sicher anders. Nun ja, jeder hat eben seinen eigenen Stil, nehme ich an. Manche Lehrkräfte glauben, dass harte Arbeit und Hingabe die einzigen Schlüssel zum Erfolg sind. Aber sie vergessen, was diese Dinge beeinflusst. Ja, Spaß. Wer nicht begreift, warum manche Menschen ihre Energie für Koboldsteine aufwenden, ist blind für die enorme Macht des Spiels. Unterrichten Sie deshalb auf diese Art? Ganz genau. Ich bemühe mich, die Art Professor zu sein, die ich mir in der Schule gewünscht hätte. Meine Erfahrungen waren nicht so erfreulich. Ey, Brudi. Aber vielleicht hat es Sie zu dem gemacht, der Sie sind. Ja. Vielleicht wären Sie ohne diese Erfahrungen nicht der, der Sie heute sind. Hätte ich eine traditionellere Ausbildung erhalten, nun, genug von meiner Schulzeit. Sie sind jetzt hier. Und nur zu gerne. Ja, Alter, ich mag den Professor. Das ist so etwas, was ich halt meine. In meiner Zeit hätte ich mir echt gewünscht, in meiner Schulzeit, ne, Studium ist ja auch noch ein Teil meiner Zeit, aber wirklich zu meiner Schulzeit hätte ich mir echt gewünscht, dass man damals wirklich solche Leute hätte, die wirklich Spaß an der Sache haben und die wirklich auch Bock haben, solche Sachen auch zu unterrichten und Leuten auch was vorzustellen und auch wirklich, ja, richtig passioniert an die ganze Sache rangehen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr schade finde, dass das mittlerweile immer mehr und mehr verloren gegangen ist in letzter Zeit. Dass einfach nur noch unterrichtet wird um Unterrichtens willen und nicht unbedingt wirklich großartig darum geht, Leuten irgendwas beizubringen oder für irgendwelche Sachen zu begeistern. Das ist halt das, was ich halt irgendwo schade finde, dass das immer mehr und mehr so ein bisschen, ja, in Vergessenheit gerät, so, ne, also ich kenne das zum Beispiel auch von meinem Studium jetzt, wo ich so ein bisschen was gemacht habe. Ja, so erfreulich ist es dann halt leider nicht, so wie da manche ihren Unterricht gestalten. Also ein paar Ausnahmen gibt es, aber das sind nur die wenigsten. Hallo. So, mein lieber Kannst Freund, Arthur. Hallo? Hast du mich gerufen? Ich dachte, vielleicht hat ein anderer Hufflepuff die Ausdauer, mit mir ein Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe 2 Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Nice. Klingt faszinierend. Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Okay, ja. Eine Ahnung, wo ich anfangen soll? Mein lieber Freund? Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Okay, let's do it. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Ja, Brudi, Alter, der hält das sogar... Okay. Und ich brauche dafür Accio. Okay, ja. Warte. Das Accio
What the fuck ist das denn für eine Schatzkarte, Digi? Also das weiß ich, was das ist. Da waren wir schon mal. Da haben wir das Reptil kaputt gemacht. Aber das hier... Okay, wild. Wild, wild, wild. Finde den Orientierungspunkt von A für Schatzkarte. Das... Aber ich weiß auf jeden Fall, wo es ist. So, damit kann ich ja schon mal was anfangen. I know where that is. So, dafür müssen wir hier runter. Da habe ich mir noch... Man kann sagen, was man will, aber... Im Orientierungssinn habe ich dafür gefunden. Da ist das Viech. Ich muss jetzt nur noch irgendwie runterkommen. Und von hier aus muss ich mich irgendwie orientieren. Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Genau, und jetzt? Ja, jetzt halt die Frage, wohin mit mir, ne? Boah, okay. Hab ich noch mal, kann ich das nochmal sehen? Wo sehe ich das denn? Inventar wahrscheinlich, ne? Ja, Ansehen, super. Okay. Du startest dann von hier. Und das ist irgendwo draußen. Also, das ist so von mir. Und ich glaube, du folgst der Nasenspitze. Der Nasenspitze. Jesus Christ, Alter. What the fuck is that? Okay, probieren wir das mal aus. Vielleicht folgt man einfach der Nasenspitze dieses Viechs. Aber dann würde ich ja exakt von da... Nein, oder? Nein, von da kam ich nicht. Warte mal, dann folgen wir mal. Boy. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen... Ja, ich folge mal dem Punkt da vorne, da sehe ich das. Okay, gut, 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 das zeigt mir doch noch ein bisschen an. Das wäre aber wild geworden, wenn ich das selber... Okay, gut, das habe ich auch noch gecheckt, dass ich irgendwo hier raus muss. Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Genau, und dann muss ich irgendwo hier durch, weil da eine Tür ist. Die magischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Warte, ist hier noch eine Quest? Bin ich hier? Finde den dritten Orientierungspunkt von Arthurs Schatzkarte, ja. Aber wer bist du? Warum kann ich mit dir reden? Nelly Ogpire, warum kann ich mit dir reden? Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Aha. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Aha! Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Mhm. Warum? Okay. Warum? Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Okay. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Jo, ich werde es mir mal ansehen. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Okay. Aber was ist das? Was hat das denn für mich damit zu... Ich hoffe, du hast wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Ja, warte. Das ist jetzt ein bisschen... Das ist jetzt hier nicht Teil des Plans. Ich will das erstmal... Aufträge will ich erstmal... Geheimes Lager. Finde den dritten Orientierungspunkt. Genau. Da bin ich ja schon richtig. Ich will nur sicher gehen, dass wir weiterhin beim... Ja, dankeschön. Und irgendwo muss ich Accio machen, ne? Accio. Genau, richtig. Da ist so ein Symbol drauf gewesen. Und das muss ich jetzt herausfinden. Okay, abgeschlossen. Das ist ein langes Gebäude. Mal gucken, ob ich es vielleicht hier irgendwo finden könnte. Rebellion. Aha,
Hier habe ich zum Beispiel irgendwas. Guck mal, da kann man mal sehen. Ich habe tatsächlich noch was gefunden, wo ich noch nicht war. Auf diesen Buntglasfenstern sind Merlin, die vier Gründer von Hogwarts, sowie verschiedene andere Hexen und Zauberer ihrer Zeit zu sehen. Nice. So. Jetzt muss man hier gucken. Gibt es hier vielleicht irgendwo... Nee, ich sehe jetzt jedenfalls nichts, was danach so deuten würde, dass das jetzt hier der Punkt ist. Okay, das ist verschlossen. Dann gehen wir mal weiter. Was ist das denn für ein Topf? Revelio. Jetzt mal wirklich, was ist das für ein Topf? Upsi-Daisy! Repar. Kann man leider nicht mehr benutzen. Aber ich glaube, hier sind wir falsch. Jetzt ist die Frage, wo könnte ich noch hingehen? Aus. Die Treppen sehen vielversprechend aus. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, und hier müsste ich... Das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? Archeum. Nice. In dem Porträt war eine Tür versteckt. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? Ja, was haben wir bekommen? Irgend so ein Umhang, ne? Kann ich das sehen? Oder ist das was Kosmetisches, was wir... Ne, ist ja auch egal. Wir gehen erstmal zurück und berichten unseren Kollegen Arthur davon. Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry. Arthur, 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 Arthur. Lumos. So, was haben wir hier? Eine Sphinx in der Nähe. Ich glaube, das habe ich auch schon mal hier irgendwo in der Nähe mal gesehen, weil in diesem Raum waren wir schon mal. Nee. Das ist es nicht. Da bin ich mir sehr, sehr safe sicher, dass das hier nicht ist. Ich gehe mal mit meinem Zauberstab mal hier mit. Was ist das? Nee, das bringt mir nichts. Lumos. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht oben das finde. Könnte natürlich so sein, dass es hier oben zu finden ist. Aber geiler Shit, dass es sogar Schatzkarten und so einen Scheiß gibt. Ja, das ist echt cool. So, was haben wir hier? Okay, hier war ich aber. Das weiß ich. Da ist ein Schloss dran. Das heißt, hier sind wir falsch. Hier sind wir tatsächlich falsch gelandet. Ich will nochmal einer Spur nachgehen und dann lassen wir das. Ich habe ja auch gesagt, ich will ja jetzt hier nicht jeden Kleinscheiß eben mal machen. Aber es ist halt trotzdem... Es fordert mich heraus. Meine Hirnmassen. Ah, das ab. Ja, da muss es unten sein. Okay, gut, dann habe ich mich vielleicht sogar getäuscht. Aber normalerweise sind die Sachen ja nicht ganz. Ist das ja nie so weit weg. Warte mal. Geht's noch weiter runter vielleicht? Ja. Vielleicht hier. Das sieht besser aus. Revelio. Aber hier war ich noch nicht. Muss ich auch mal so sagen, wie es ist. Na, hier war ich noch nicht. Safe nicht. Was ist das denn? Wo bin ich? Statue des schlafenden Drachen. Das Motto von Hogwarts, Draco Dormius Nunquam Titillandus, bedeutet kurz, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Zum Glück ist dieser schlafende Drachostein und wird nie erwachen. Er kann gefahrlos gekitzelt werden. Okay. Wild. Aber was ist das? Wo bin ich hier? Hier war ich noch nicht. Rebellion. Also ich war eigentlich nur nach der Suche nach einer Sphinx und bin hier irgendwo in einem Gefängnis oder so gelandet. What the hell is this? Okay, das ist wild. Hier war ich noch nicht. Aber da kann man mal sehen. Man dachte mal, da hat von Hogwarts alles gesehen. Und dann sind das hier irgendwelche Kellerdinger hier. Why? Okay, noch ein Drachenauge. Ah, schon wieder so eins von den Dinger, ja, damit wir noch hässlich aussehen dabei. Oh, es sieht so ugly aus, aber es hat bessere Werte. Müssen wir wohl nehmen. Alter, was ist das hier? Aber jetzt mal ohne Scheiß, hier war ich noch gar nicht. Digi, what the fuck? Was ist das? Wo bin ich hier? Es steht halt Hogwarts, aber ja. Okay, das ist einer von diesen, von den wachen Leuten. Ja, ja, okay, okay. Chimmer, deine Leistengegend. Ich weiß nicht mal, wo ich hier zum Fick bin.
Okay, wilde Scheiße. Muss man mal einfach mal so gesagt haben, wie es ist. Ich dachte, ich habe alles von Hogwarts gesehen. Aber scheinbar gibt es immer wieder noch so ein paar Sachen, die man sich hier noch angucken kann. Und ich meine, wir sind noch nicht mal durch hier. Es geht ja noch einen Tick weiter. Ah nein, hier waren wir schon, da war nichts. Aber wild, richtig wild. So, Schloss. Hier ist auch ein Schloss. Ja, wieder mal was mitgenommen hier, ne? Ein ganz, ganz wilder Angelegenheit. So, jetzt haben wir hier noch was. Aschenurne. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge eins folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachenzähmen. Hätte nicht mit dem ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Ja, Regel Nummer 1. Niemals mit den krassesten Shit anfangen. Okay. Aber wenigstens haben wir das schon mal abgecheckt. Hier war es nicht. Ja, wo ist diese beschissene fucking Sphinx? Da war ja so eine Sphinx irgendwo. Meistens ist es ja so, dass es nicht so weit weg ist. Okay, das kann es nicht sein. Wir gehen hier wieder zum Planetarium. Da muss es vielleicht hier unten sein. Dann habe ich mich vielleicht getäuscht, aber eigentlich habe ich die Sphinx hier nicht gesehen. Naja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Rebellion. Nö, nö, nö. Hä? Oh mein Gott! Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Ich dachte nur so, ich hör hier voll die Zerstörungsgeräusche und auf einmal so, bam, wird einfach eine Ritterrüstung auseinandergefickt. Ja, kennt man doch, ne? Sehe ich jeden Tag hier in Hogwarts, das ist jetzt nichts Neues. Meine Mutter war so gut, dass wir endlich erfahren haben, warum. Jesus, Alter. Der wurde einfach auseinandergeklatscht. Wär witzig, wenn ich ihn mit Reparo wieder repariert hätte. Hätte er sich die Ritterrüstung wahrscheinlich sehr darüber gefreut, ne? Ich habe jetzt, aber die Sphinx habe ich jetzt nicht. Ah, das könnte draußen sein. Jo, das ist tatsächlich noch eine Möglichkeit, über die habe ich gar nicht nachgedacht. Ja. 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 Hätte ich machen können. Mach ich aber gleich. Mach ich gleich. Ich gehe erstmal zu Arthur. My best friend Arthur. Alle Leute, die den Namen Arthur haben, sind coole Leute. Das sind chillige Leute. Jemand, der Arthur heißt, ist ein guter Mensch. So, was haben wir hier? Es ist ein Schloss wahrscheinlich dran, ne? Jupp. Dann gehen wir mal und berichten mal über unseren Erfolg. Wir werden auf jeden Fall... Oh, was ist das? Ah, Toiletten. Wir werden auf jeden Fall definitiv von unserer noch weiter in der Story voranschreiten. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier wieder komplett in Nebenquest-Gedöns ausarten. Aber es bietet sich gerade so gut an. Wo ist denn dieser Junge? Oh. Hier sind Bücher. Hier ist ein Buch hier rumgeflogen. Da. Hier. Mal mit den Lachs. Schon was gefunden? So, Arthur. Hallo, Arthur. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Irgend so ein Kack. Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Ja, aber ich will jetzt nicht böse zu dir sein, Brudi, aber... Provozier nicht dein Glück. Nicht, dass du am Ende hier irgendwie... auf die Schnauze bekommst. Ja, warte, das machen wir gleich. Ich will jetzt erstmal noch kurz gucken. Wahrscheinlich finde ich das nicht mehr wieder, aber ich muss es machen. Die Sphinx-Statue, die war nicht... Ich könnte schwören, ich hätte die irgendwo hier mal in der Nähe gesehen. Oh, das kann ich. Sehr schön. Sacken wir mal hier ein, den guten Lachs. Und ich glaube, hier können wir eine Herausforderung uns auch hier gleich direkt schnappen. Nee.
Handbuchseiten. Ah ja, hier. Belohnung für... Ach Gott. Sieht das alles so lächerlich aus. Aber wir nehmen es. Gutes Ausgangsmaterial. Damit kann man vielleicht irgendwie witzige Kleidung herstellen. Oder... Oh, wow. Das sieht auch ganz cool aus. Richtig cool alles hier. Ja, und er sagt, da denkt man sich, man hätte hier echt alles gesehen. Aber irgendwie großartig... Alles habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, es klang gerade ein bisschen... Wack, aber... Ne, hier war ich schon mal. Das weiß ich. Astromitorium. Da werden wir gleich mal hingehen. Idealischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Oh. Warte, folgen wir dem Ding mal. Ist jetzt die Frage, wo das Ding abgedriftet ist. Ich gehe mal stark von aus, hier ist es... Hier ist es halt nicht. Ja, dann folgen wir dem mal unten rein. Vielleicht finden... Der so weit kann er nicht... Na, oder? Ne, oben, doch, oben. Guck mal. Also hat er sich ja doch von mir versteckt. Rivelio. Da ist eine Truhe. Die ist verschlossen. Da ist ein Schlüssel. Ach, da hinten. Ah. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Was ist das? Schlagen? What the fuck is that? Okay, okay. Geschafft. Okay, das ist so ein Geschicklichkeitsspiel. Verstehe. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Aber das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn ich Schlüssel finden sollte, die hier rumfliegen, dann muss ich den einfach nur hinterherlaufen. Und darüber kann ich dann zu den jeweiligen Schrank kommen. Und über den jeweiligen Schrank kann ich dann einfach über dieses Minispiel dann das Ding aufmachen. Und dann hat sich's auch erledigt. So. Jetzt so das, was ich jetzt daraus entnommen habe oder gelernt habe. Das ist dann natürlich ganz gut zu wissen. Also es ist eigentlich nichts weiter als so ein Geschicklichkeitstest. Weil ich dachte am Anfang, vielleicht muss man noch den Schlüssel suchen, aber da hat man ja schnell festgestellt, das ist nicht der Fall. Der fliegt automatisch zu dem jeweiligen Schrank hin. Ich muss das nur richtig hinbekommen zu exekutieren bezüglich, ja, das Ding reintreffen im richtigen Moment. Also das Timing ist ja alles wieder mal. Aber das finde ich gut. Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob man als Slytherin oder als Gryffindor oder als Ravenclaw noch unterschiedlichere Quests bekommt. Also abhängig davon, welcher Fraktion man sich angeschlossen hat, wenn man das hier so sagen kann, in welches Haus in dem Fall. Was man für Quests freischaltet. Ob man dann separate Quests noch bekommt, kann ich mir vorstellen, dass es durchaus andere Quests für mich als... was ist hier? Das ist für mich... Ah, ist eine Kitty Cat. Dass für mich andere Quests als Gryffindor zur Verfügung stehen als Slytherin oder als Ravenclaw. Deswegen lohnt sich das theoretisch wahrscheinlich, das Spiel öfters mal durchzuspielen oder sich anderen Häusern anzuschließen. Mit dem Unterschied, dass man andere Quests dann rausbekommt. Und das ist ja eigentlich ganz nett. Sorgt ja auch dafür, dass man das Spiel irgendwie noch Bock hat, anschließend nochmal durchzuspielen. Also... Meine Meinung. Konntest du einem der daedalischen Schlüssel... Hallo, Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Oh! Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Warte, jetzt geht's weiter? Oder ich was heißt es jetzt? Du machst weiter. So lege die Hausmarke in deine Haustruhe. Ja, könnte ich mal machen. Ich sollte das erledigen und die Hufflepuff-Haustruhe finden. Ich verstehe zwar noch nicht so richtig den Wert dahinter, warum ich das machen sollte, aber machen wir mal eben kurz. Ich könnte mich natürlich da schnell reisen lassen, aber ich mache das jetzt mal eben zu Fuß, weil der Weg dahin ist jetzt nicht so weit.
Und vielleicht gibt es so den einen oder anderen Ort, den man noch so erkunden kann. Also ich meine, hier war ich noch nicht. Ich bin noch nie über eine Brücke oder so rübergegangen. Was ist das denn? Ah, okay. Okay. Aber da bewegt sich ja nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Was ist das jetzt schon wieder für so ein weirdes Rätsel? Ein Kreis und ein Strich. Das wäre für mich eine 1, weil da ist ein Strich. Boah, da kommst du... Das ist echt wieder wild, ey. Du bist einfach nur irgendwie random unterwegs. Was ist das? Okay, ich habe gar keine Ahnung. Ich halte mich jetzt da nicht lange mit auf. Kann ja sein, dass wir vielleicht in der Zwischenzeit später noch mehr darüber herausfinden werden. Oh, zum Beispiel hier haben wir noch was gefunden. Das habe ich in meinem ganzen Leben lang noch nicht gesehen. Keine Ahnung, müsste wahrscheinlich hier vielleicht draußen irgendwo sein. Okay, ich weiß zwar, wo wir jetzt sind. Warte, was ist das hier? Wo zum Fick begebe ich mich jetzt hier hin? Warte, was ist da unten überhaupt? Ich gehe da jetzt mal hin. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich gehe da jetzt aber hin. Da war ich doch. Oh, das ist ja da, wo sie in Feuerkelch. Das ist doch da, wo sie diesen Schwimmkurs gemacht haben. Was heißt diesen Schwimmkurs? Daran erinnere ich mich. Hier haben sie dieses Schwimmdings gemacht. Oh, ja, das kenne ich. Das sagt mir was. Das kenne ich. Okay, ich könnte tatsächlich hier einfach weglaufen, ne? Aber wir sind ja keiner von denen hier. Bootshaus. Ja. Voll cool. Aber macht ja auch Sinn, dass das Ding hier auch da ist. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Ja, das ist es. Das ist es. Oder war das in... Oh, das könnte vielleicht auch in Heiligtümer des Todes gewesen sein. Wo Snape getötet wurde. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es ist so wild, ey. Wieder tausend Sachen, die man hier so machen kann. Oh, ich liebe es. Komm, reisen wir mal zum Hufflepuff. Spare ich mir das jetzt den ganzen Weg. Aber geil. Irgendwie wieder so ein Rätsel, von dem ich gar keine Ahnung habe. Aber es ist wieder richtig Magic. So, was ist das jetzt hier? Hier ist doch diese Gemeinschaftstruhe. Yo, das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Ah, 16 Stück muss ich finden. Und dann kann ich die diese Haustruhe aufmachen. Jo, das könnte eine Weile dauern. Man muss ja auch irgendwie alle Schlüssel finden und dann auch aufmachen. Könnte ich mir natürlich aber vorstellen, dass man dann anschließend was Geiles dafür rausbekommt, weil, ne? Letzten Endes ist das halt verdammt viel Zeit, dass man da rein investiert. Werde ich natürlich hier und wieder mal ein bisschen machen. Also wenn sich's ergibt, dann werden wir hier die Schlüssel definitiv jagen. Das ist wenigstens das Gute, dass das... Naja, simpel würde ich jetzt nicht nennen, aber mindestens... hier ist doch auch was, ne? Seht ihr auch, ne? Revelio. Ach, hier. Ne, da ist nichts. Also ich sehe auf jeden Fall auf der Karte was, dass es da noch irgendwie weitergeht, aber... I don't see it. Ich kann da nicht mit interagieren. Nichtsdestotrotz, hallo, cooler Scheiß. Wirklich, richtig cooler Scheiß. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ich will ja noch heute irgendwie anfangen zu... Oh. Okay. Das ist halt jetzt so... Ah, okay. Das ist halt super wichtig. Man muss halt irgendwo verfolgen, wo das Ding sich bewegt, damit man es nicht aus den Augen verliert. Weil
Jetzt in dem Fall haben wir Glück gehabt, der ist ja hier geblieben in diesem Bereich. Aber hätte ja schlimmer kommen können, dass ich Pech gehabt hätte und ich hätte ihn komplett aus den Augen verloren. So ist es ja ganz entspannt. So, jetzt muss man einfach nur Geschicklichkeit zeigen. Das war es. Das können wir. Das können wir. So, jetzt haben wir noch eine Hausmarke. Fehlen nur noch... da fehlen uns noch 14 Stück. Aber gut. So ein bisschen lohnt sich dann halt nochmal durch Hogwarts rumzulaufen, wenn man solchen Schlüssel sieht. Direkt festnageln und das Ding verfolgen, bis man es findet. So, let's go. Also hier war ich noch nicht. Das sage ich auch mal schon mal so frei heraus. Über diese Brücke bin ich in meinem Leben noch nicht drüber gelaufen. Genauso wie dieses Rätsel. Gar keine Ahnung. Was ist das hier? Was haben Sie jetzt? Flohflammen? Okay. Was zum Fick ist das hier? Oh! Schnell die Verfolgung aufnehmen. Wir dürfen das Ding nicht entkommen lassen. Jawohl, gefunden. Sehr gut. Das ist halt wichtig. Deswegen möchte ich die Verfolgung immer auch aufnehmen. Damit man exakt solche Sachen nicht übersieht. So, jetzt haben wir schon wieder zwei Hausmarken. Finde ich eigentlich ganz geil. Merkt man halt, wir kommen gut voran. Dafür, dass wir jetzt uns darüber voll aufgeregt haben. Boah, voll viele Hausmarken, die wir sammeln müssen. Haben wir einfach schon mal instant 3 Stück in weniger als eine Minute oder so aufgesammelt. Oder herausgefunden. Halt auch ganz nett. So, nehmen wir auch mal mit. Jetzt brauchen wir 50 Seiten von dem ganzen Scheiß hier. Schon wild. Aber hier war ich auch noch nicht. Das käme mir sonst bekannt vor. Wir haben sogar diesen Schnellreisepunkt dafür freigeschaltet. Also, wenn das nicht aussagend ist, wie es hier gerade so aussieht, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir grob sind, aber mehr weiß ich auch nicht. So. Gibt es irgendwas noch Interessantes? Wahrscheinlich nicht. Da würde ich mal sagen, let's go zu Professor Fick. My boy, the Fick. Der Ficker wartet. Ja, Mann, wie konnte man den so nennen, ey? Mir tut der Typ leid. Der wurde wahrscheinlich auch in der Schule ein bisschen gemobbt für seinen Namen, ne? Aber manchmal, wie man es halt gutermaßen kennt, man kann sich seinen Namen manchmal auch einfach nicht aussuchen. Warte, habe ich was gehört? Rebellion. Klang so, als hätte ich dir irgendwie was überhört. Ich dachte, das wäre so ein Schlüssel gewesen, aber ich habe mich dann vertan. So, my boy. My thick friend. Ich kann jetzt auf ihn warten. Oder wir erkunden nochmal ein bisschen sein Zimmer. Ach, wir haben das hier alle schon ausgeplündert. Aber hier auch. Was ist das? Seht ihr das? So ein Stein, ne? Ach, hier. Legiose. Kann ich nichts mit mal anfangen. Aber ihr seid mit mir einig, dass da irgendwas fehlt. Naja, gut. Vielleicht kann uns Fick gleich mal was erzählen. Fick, wir warten jetzt auf Fick. Na ist er. Der kleine Ficker. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrock. Warum wiederholt er die ganze Zeit jeden Scheiß? Ja, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe, Platan. Wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Mhm. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen?
Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Ranrock sind. Okay, ja, was dann? Sie wollen das Medaillon. Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Ja. Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Okay. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Okay. Okay, okay. I'll do it. I'll do it, my friend. I will do it. Melde dich bei Professor Hackett. Ich mag den Jungen ja. Also den Hackett-Mann, den mag ich. Habe ich auch gerade schon laut so ein bisschen auserzählt, dass ich den eigentlich ziemlich cool finde, den Mann. Und da lerne ich natürlich gerne was, wenn der Junge mir was beibringen möchte tatsächlich. Aber, naja, ist halt ein Lehrer. Ja, sonst wäre er nicht Lehrer geworden. So, mein lieber Freund, Hackett. Hör mal, wer da hackert. Müssen wir einmal... Na, doch, nochmal die Treppe runter. Und dann... Oh, 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 oh. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Er fliegt nach oben. Verdammt. Okay, da ist er. Okay, weit ist er nicht gekommen. Nice. So, jetzt einmal Geschicklichkeit muss man beweisen. Da dachtest du, da kommst du mir weg. Du kleiner Scheißer. I got you, man. I got you. So, jetzt können wir weitermachen. Ja, es ist aber schon nicht schlecht, wie viele wir haben. Jetzt müssten es, glaube ich, 5 oder so sein. Let's go. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Nice! Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja. Damit aber könnte ich vielleicht diese Dinge auch anzünden. Habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Hey, was soll ich machen? Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucan Bradleyby durchführen. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ja, warte mal, aber wohin müssen wir dafür? Warte, hier ist es aber... Der Südflügel ist aber... Ah, hier haben wir das. Gekreuzte Stäbe und Zauberkombination Übung. Dann würde ich mal sagen... dann fangen wir, denke ich mal, an mit gekreuzte Stäbe, dass wir da als erstes das hinter uns bringen. Ist ein weiter Weg. Das Gute aber ist, wir können uns, denke ich mal... denke ich mal, nach da teleportieren, dann sollten wir uns ein bisschen was an Zeit gespart haben. Aber sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt lernen wir so einen Feuerzauber. Ist ganz nett. Oh, mein Gott. Wo sind wir denn hier? Hä? Wo zum Fick sind wir hier?
Warum haben wir überhaupt diesen Checkpoint freigeschaltet? Warum bin ich in der Open World jetzt auf einmal angekommen? Also ich könnte ja tatsächlich Hogwarts verlassen und Lower Hogsfield. Will man das? Verbotener Wald, Sumpf an der Nord... Nee. Wir fangen jetzt nicht an, irgendwie irgendwo auszurasten und wegzugehen. Das wird sonst ein Fass ohne Boden. Ich glaub mir, Leute, da werden wir dieses Spiel niemals durchspielen. Halten wir uns ein bisschen jetzt an das, was wir an Aufgaben bekommen haben. Deswegen gar nicht so richtig jetzt wieder irgendwie ausdriften und irgendwo jetzt hingehen, wo wir absolut nichts mehr machen können. Genau. Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Terrestre, am Greif, an der Chimäre oder am Hippogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eins dieser vier Tiere gewonnen hat. Kann man darunter aber auch springen? Nee, natürlich nicht. Wäre ein bisschen ja zu crazy. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Truhe. Und hier ist auf jeden Fall etwas, wo ich nach etwas suchen kann, aber auch verschlossen. Denke schon. Mal sehen, wer auftaucht. Es gibt hier niemanden, den ich nicht duellieren würde. Ich weiß, Sebastian, ich weiß. Okay, was geht hier bei euch ab? Dann reden wir mal hier, du kleiner Bradbury. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Na, safe, Diggi. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Was? 3 gegen 2? Oha. That's wild, aber ich bin wahrscheinlich immer noch gut überlevelt, dass die gar keine Chance haben. Was haben wir hier? Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern, wie den Aufrufezaubern Akio. Zielanvisierung Caps Lock erlaubt es, die Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze um. Ja, aber ich glaube, das brauchen wir für das Beispiel jetzt hier überhaupt nicht. My Boy kriegt sowieso auf die Schnauze. Oh shit. So, da, das war weg, Freund. Jetzt kriegst du den Stupo ab, jetzt kriegst du den hier. Und jetzt flieg, mein lieber Freund. Flieg. Aber die sind schon stark. Not gonna lie. Nati hilft mir da nur irgendwie wirklich bedenken weiter. So, jetzt fliegen wir mal hier eine Runde. Ich hoffe, du stehst da auf. So, das Geile ist... Okay, Stupo hebt das nicht ganz auf, aber... Ja. Die Boys werden hier fertig gemacht. Komm, steh auf, ich bin noch nicht fertig mit dir. Hier noch ein Akio rein und dann... Jawohl! Nati natürlich der Killstealer. Hatte ich mir schon gedacht, dass du so eine bist. Dass du so eine kleine widerliche Killstealer-Ratte bist. Ja, ja, so sahst du auch schon aus. Ich hab nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Kann er jetzt schon vielleicht mit dir? In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Mhm. Ah, ich kann auch ein Training mit dem Dummy durchführen. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ja, komm, hau raus. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Akio. Was ist das denn? Ah! Okay, ich checke, okay, gut. Ja, aber das ist jetzt keine krasse Kombi, also das hätte ich dir auch aus dem Stegreif machen können. So, genauso wie Levioso und dann bam, 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 bam. Das sind jetzt nicht die krassesten Kombis, die ich machen kann. Wahrscheinlich kann ich auch
Ja. Das ist vielleicht ein bisschen wilder. 1, 2, 3. Okay, das ist schon mal cooler. Und ich kann es wahrscheinlich auch in umgekehrter Fassung machen, ne? Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Luken. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Neues. Aufgabe erledigt. So sieht's aus. Dann wollen wir mal mit Haggard nochmal hier reden. Weil ich glaube... Erreiche Stufe 3. Professor Haggards Aufgabe. Genau, jetzt können wir zu Haggard zurückkehren. Und haben den Vorteil, jetzt haben wir Incendio. Und mit Incendio kann ich vielleicht diese Töpfe da anzünden. Auf der Brücke. Und könnte dann theoretisch... Also, wer weiß jetzt nicht, ob das klappt. Aber eigentlich theoretisch müsste es ja funktionieren. Müsste ich prinzipiell auch diese Töpfe anzünden können und dann in die richtigen Bahnen dann lenken. Meine Idee. Ob das jetzt dann letztendlich so stimmt, werden wir dann herausfinden. Ich werde da gleich definitiv meinen Arsch hinbewegen, weil ich dann die neue Fähigkeit gleich direkt erproben möchte und einsetzen möchte. Wie es halt solche Schüler nun mal wie ich machen. Wir sind ja halt sehr wissbegierig. Und ja, das werden wir definitiv ausnutzen. Deswegen würde ich mal sagen, let's go. Gib mal mir schön diesen Feuerzauber hier. Ich hab ihn mir hier verdient. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte... Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Haggard. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Ja, natürlich. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Die denkt auch, wie wir so voll der Amateur, das Ding schaffen wir easy so. Zauberstab ruhig. Guck mal, bam, Incendio. Das kann ich wahrscheinlich jetzt hier direkt auswählen, ne? Würde ich ganz gerne erstmal gegen Reparo eintauschen, weil Reparo benutzt man nicht so krass häufig. Oh, wobei, ich könnte es auch... Hä? Okay. Neues. Du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihn... Ja, das habe ich doch schon alles gemacht, Digi. Schon alles erledigt. Hier, bam, habe ich schon fertig. Bevor Sie gehen, ich habe ein paar Ziele für Sie aufgestellt. Wo? Ah, da ist es. Incendio. Das ist natürlich wild. So, warte mal. Incendio ist ein schwerer Schadzauber, der zerstörerische Flangen auf kurze Distanz entfesselt. Ah, auf kurze Distanz. Aber dann könnte ich ja so machen. Bam, bam, bam. Incendio. Bam, bam, bam. Accio. Bam, 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 bam. Ich könnte so eine richtig fette Kombination an Angriffen machen. Incendio. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. I like it. Incendio. Ja, macht schon, not gonna lie, macht schon Bock. Okay, jetzt haben wir es aber wenigstens begriffen. Gut, Professorin. Danke, ne? Kannst dich in den Spiegel angucken. Ich wollte gerade sagen, in welchem Spiegel guckt sie rein, aber sie hat eine große Auswahl an Spiegeln, definitiv. Und ich würde sagen, wir gehen zur Brücke. Wo ist das nochmal? Ist ja irgendwo in dem Gemeinschaftsraum, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Wo kommen wir am schnellsten dahin? Das ist jetzt meine Frage. Hier wahrscheinlich. Da gehen wir jetzt hin. Ich zünd die Dinger an und dann gucken wir mal. Ich glaube, mit Incendio müsste das funktionieren. So, jetzt muss ich nur... Jetzt muss ich es nur noch richtig machen. Ich darf jetzt nicht reinkacken. Ich glaube, das ist hier der Ausgang. Muss eigentlich. Ja! Wir sind hier richtig. Sehr schön. Jetzt kann ich hier Incendio machen. Incendio. Aha!
I know it. Siehst du? Ich würde mal sagen, das ist eine 4. Ich glaube, man muss abschätzen, wie viele ja, Stücke das sind. In dem Fall sind das 4. Für mich wären das 2. Das sind 2 Kreise. Gucken wir mal, ob wir gleich recht haben. Das wären für mich... Gibt es 5? Warte mal. Oh, ich sehe hier absolut gar nichts. 1, 2, 3, 4. Wären für mich... Oder geht es darum, wie viele Symbole das sind? Da wären es 3. Hey, ich habe gar nichts gemacht. Ach, ich hätte auf den Boden einfach gucken müssen. Ich Depp. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber ich habe irgendwas gemacht. Nur leider weiß ich nicht, wo ich diesen Schatz... wo habe ich das... wo habe ich das... Ne? Kann ich da runter? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist auch das Geile. Du schaltest einfach hier irgendwas frei. Ja? Und da hast du keinen verfickten Schimmer, wohin du damit gehen musst. Ja, bringt mir gar nichts, Digi. Bringt mir absolut gar nichts. Ist halt nur ganz nett, so haben wir es mal geschafft, aber jo. Jo. Hier haben wir das hier und das hier. Dann haben wir Handbuchseiten. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade das Rätsel gelöst habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein Hogwarts-Rätsel gelöst habe. Random, Leute. Muss man auch mal so dazu sagen. Random. Das ist 4. Das ist... Was habe ich gesagt? Das war 3, ne? Ich glaube, das ging wirklich darum, wie viele Symbole das sind. Das ist ein Symbol wieder. I don't fucking know. Ich habe es einfach random richtig gemacht. Und darauf kommt es letztendlich an, Leute. Manchmal gehört einfach auch eine Prise Glück dazu, ne? Oh. Ja. Wo das dann am Ende ist, keine Ahnung. Aber ja, haben wir einfach mal gemacht. Einfach ein Rätsel gelöst, wo ich gar keine Ahnung habe, was mir dieses Rätsel so wirklich am Ende bringt. Aber ja, alles gut. Ich denke mal, irgendwann wird der Moment kommen, wo uns das wieder so, wo wir da nochmal auf das Ding vielleicht treffen werden. Aber gut zu wissen, damit kann man halt Sachen entzünden. Da war ich halt auch schon. Gehen wir mal hier rein in die gute Stube. Ich bin ja mal ein großer Fan von einfach irgendwo auch hingehen. Meiner Meinung nach. Einfach weil man immer vielleicht mal hier und da nochmal was findet, was man vielleicht beim ersten Mal übersehen hat. Kann ja immer mal wieder sein. So, mein lieber Freund. Mein kleiner Ficker. Guess who's back? Back again. Oh, warte, ich zünd mal seine hier. Ich mach's mal schon mal beim gemütlichen Pinke hier. Hä? Kann sein Kamin leider nicht. Ja, ich wollte es eigentlich für dich kuschelig machen, aber dann halt nicht. Ah, da sind sie ja. Ja, ich habe auf dich gewartet. Nicht umgekehrt. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit! Fick! Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Fick, soll ich alleine gehen? Also. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Ich kann auch alleine. Professor. Wir haben keine Wahl.
Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Brudi, lass mich doch alleine da gehen. Sprich mit Sebastian, okay? Warum soll ich mit Sebastian reden? Jetzt kommt da irgendwie so ein Typ um die Ecke, so, ja, Bratan, wir gehen jetzt einfach mal selber da rein. Giftige Tapferkeit. Oh ja, verfolgen wir. Achso, Auftrag verfolgen, ja. Hab ich, hä? So, jetzt. Das nehmen wir natürlich an, hier. Leute, ich hab gesagt, Nebenquests, das sind alles so Dinge, die werde ich definitiv noch machen. So, alle anderen Dinge, da kann man sich vielleicht mal darauf beschränken, nicht unbedingt jeden Scheiß zu machen. Außer mich interessiert's und ich möchte das unbedingt machen, dann mache ich's. Aber ansonsten... Rebellion. Let's go, my friend. Wo ist der? Der Junge. Mein Jungspund. Da ist er. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen... Projekt helfen könntest. Der Ravenclaw-Mann. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Ja. Kann sein, dass das so wirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es waren oft einfach die Umstände. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hacketts Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Die sind doch niedlich. Wer hat denn Angst vor Knuddelmuffs? Die sehen süß aus, bis sie dir die Zunge in die Nase stecken. Egal wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Mhm. Klingt spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Ja, das sagen sie alle. Aber am Ende wollen sie nicht wirklich mit mir in der Schuld stehen. Ich bin manchmal ein Mensch. Hm. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Ja, es klingt tatsächlich spannend. Und auch gefährlich. Das sieht für mich so ein bisschen auch danach aus, dass wir vielleicht von den Dingern angegriffen werden können. Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt filigran gearbeitete Statue von Bewohnern der magischen Welt, darunter die steinernen Sirenen, die den Brunnensockel umranden. Dann wollen wir mal das auschecken. Aha, ein Schlüssel. Why are you running? Why are you running? Scheiße. Der versucht mich abzuschütteln, das Ding. Okay, haben wir gefunden. Nice. Und jetzt gucken wir mal. Scheiße. Zu früh. Ja, jetzt vielleicht. Haben wir dich. Ich weiß gar nicht, wie viele von den Hufflepuff-Dingern wir haben, aber vielleicht, wenn ich irgendwann mal wieder zum Gemeinschaftsraum zurückkehren muss, kann man definitiv mal abchecken, wie viele Marken wir schon gesammelt haben. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen den Überblick verloren, wie viele wir schon haben, aber wir nähern uns, glaube ich, meiner Meinung nach der Hälfte. So, die Hälfte müssten wir von den Dingern mindestens mal eingesammelt haben.
Das könnte gut werden. Ach, guck mal, habt ihr schon wieder vertragen? Ich glaube, hier herrscht schon wieder böses Blut. Ich verziehe mich wieder, bevor gleich irgendjemand von euch sterben muss. Deswegen wäre halt nicht so schön. Ah, hier waren wir. Oh, jetzt könnte ich draußen noch auch ein bisschen was machen. Geil, jetzt wo man endlich die Tatsache... Jetzt wo mir diese Netty nicht mehr auf den Sack geht, kann ich hier... bisschen auf Erkundungstour gehen. Neust. Neust. Ich will jetzt nicht unbedingt Hogwarts verlassen. Weil ich will jetzt für den Rest der Zeit, die wir jetzt noch haben, Nebenquests oder Hauptquests machen. Das ist mir persönlich jetzt wichtig. Rebellion. Aber gut zu wissen. Hier waren wir nämlich noch nicht. Da ist zum Beispiel noch was für mich. Hier noch. Da gibt es vor allen Dingen viele Geheimnisse. Ne? Ihr habt ja gesehen, wir haben ja ein Hogwarts-Geheimnis schon mal gelöst. Rebellion. Was ja eigentlich ganz cool ist. Dann haben wir hier noch Glumbumbel sind magische fliegende Insekten, die eine Art Sirup produzieren, der beim Verzehren Schwermut verursacht. Sie ernähren sich von Nesseln und bauen ihre Nester an dunklen und abgelegenen Orten. Leider befallen sie oft Bienenstöcke und haben verheerende Auswirkungen auf den Honig darin. Okay, that's nasty. Ja, dann gehen wir mal gut rein in die Stube hier. Ah, wir sind hier schon. Finde und betrete den verbotenen... Oh! Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Was ist das denn? Hier steht auch ein bisschen was. Einfach mal ein Teleskop. Sieht aus, als braucht man ein Teleskop. Rebellion. Leider habe ich kein Teleskop. Ah, okay. Incendio. Da sollten wir mit Incendio hier ganz entspannt vorbeikommen. Oh! Das ist nochmal ein komplettes Kapitel für sich? Okidoki. Where the fuck am I? Oh, warte. Der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Ja, warte, dann speichern wir mal, wenn es jetzt hier gleich heißt, es wird ernst. Sieht für mich danach aus, dass wir gleich vielleicht auch gegen Gegner antreten werden. Und da gehe ich erstmal auf Nummer sicher. Man weiß ja nie. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Danke. Gut, dass mein Spielercharakter smarter ist als ich. Ich wäre darauf nämlich nicht gekommen. So, der könnte noch da lang. Ich könnte mir das hier noch angucken. Ich meine, wenn wir schon auf Erkundungstour sind, dann würde ich mal sagen, erkunden wir auch, ne? Ich könnte hier Incendio machen. Lumos. Incendio. Bäm. Und dann habe ich sogar die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier einen gezielten Sprung mache, mir noch sogar einen Umhang hier zu snacken. So, was haben wir hier denn Schönes? Ja, guck mal. Nicht ein schöner Umhang. Schmeichelt unsere Figur jetzt nicht so unbedingt, aber ja, haben oder nicht haben, das ist doch immer die wichtigste Frage. Komm, geh runter. Hier kann man Sachen kaputt machen. Accio. Nein, nicht Accio. Incendio. Ich kann mir vorstellen, ja, die breiten sich nach einer Weile wieder aus. Das heißt, wir müssen hier vorsichtig sein. Lumos. Hier haben wir noch... hat die Teufelsschlinge eine Truhe geschützt. Incendio. So, einmal hier. Einmal da. Einmal hier. Lumos. Sehr schön. Damit werden sie uns so schnell nicht auf den Sack gehen. Eine Sonnenbrille! Nehme ich mal mit. Sieht besser aus als diese Scheiße. Alles ist besser als dieser Dreck hier. Noise. Let's go. Ja, cool. So ein bisschen noch optionalen Kram, den man hier erkunden kann und herausfinden kann, finde ich eigentlich ganz nett gemacht. So. Gehen wir mal weiter. Lumos, mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Sammle ein Blatt der riesigen... Okay. Ach hier. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass uns das vielleicht auch gleich Probleme bereiten kann.
Lumos. Ins Händchen. Okay, und das, damit kann ich das Gewächshaus wieder verlassen. Lumos. Ins Händchen. Blätter eine. Okay. Hat schon gereicht. Okay, gut. Ich dachte, es wird jetzt hier gleich zu einem Kampf oder so kommen. Aber die Jungs und Mädels waren hier recht entspannt. Cool. Und guck mal, wo wir hier wieder rauskommen. Ha. Okay, ja, habe ich die Möglichkeit, die Dinger hier einzusammeln. Ja, nehme ich mal einfach alles mal mit, ne? Und hier so eine Riesentruhe auch. Abgreifende Quidditch-Uniform. Ich glaube, das ist nicht so geil wie mein Ding, aber ich glaube, das ist... Oh, aber gute Werte. Junge, ich sehe jetzt aus... Jo, jetzt sehe ich so aus wie so ein Sportler. Oh, ich war ja nie so der richtige Sportfan, aber ja... Die Werte sind, sprechen eine andere Sprache. Das Ding nichts anzuziehen wäre dumm. Gott sei Dank tragen wir einen nicht so schönen Mantel. Das macht das Ganze ein bisschen besser, aber nicht um viele Punkte. Ach so! Ich dachte, hier kommen wir wieder raus, aber irgendwie geht's hier nicht. Ich müsste tatsächlich wieder zurück. Jetzt haben wir so einen komischen Hut noch. Oh Gott, jetzt sehe ich so aus wie... Boah, es wird immer hässlicher und hässlicher. Not gonna lie. So, die Umhänge können wir kaputt machen. Komm, einen traditionellen Umhang kann man kaputt machen. Den einen lassen wir aus sentimentalen Zwecken. Das war der coole, ne? Den behalte ich. Vielleicht kann man das irgendwie transmoggen, damit es dann ganz am Ende ganz geil aussieht. Würde ich dann dementsprechend halt auch behalten, ne? Wir sind so ein richtiger Swagger jetzt wieder. Richtiger Hippie. Hipster Boys und wieder unterwegs. Was geht ab? Rebellion. Ihr habt hier nicht das Geringste gesehen, Digi. So, das Wurzelgeflecht. Dieses im Zentrum des Gewächshaus stehenden Baumes ist so weitreichend und verschlungen wie die Kerker der Schule. Ja, Kerker der Schule, damit hatten wir schon ein bisschen Kontakt gehabt. Da habe ich schon mal was kennenlernen dürfen, ne? Da sind wir halt natürlich nicht der Erste, der darüber schon was erfahren hat. Ja, dann gehen wir mal und berichten, mein Boy, darüber. Cool, cooler Shit, wirklich richtig cooler Shit. Und da dachte man so, ja, das sind so paar kleine Spielereien, hier ein bisschen was, hier ein Geheimnis, da ein Geheimnis. Aber man merkt schon, hier gibt es echt viele Secrets, so das mit diesem Feuer war schon eins. Sehr viele Schlösser, die man noch knacken kann, also... Ich sage ja immer, wir haben echt noch nicht so wirklich alles in Gänze... Rebellion. Herausgefunden, was man herausfinden kann. Und das ist halt, was ich ganz spannend finde. So, was haben wir hier? Teilweise Verwandlung. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der bald korrigierte Fehler eines Zweitklässers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und Gefahren der Verwandlung nicht ernst nehmen. Ja. Naja, da ist natürlich die Weasley. The Weasley is there. Okay, wow, richtig viele Tone, die wir nicht aufmachen können. Ja, dann gehen wir wieder, ne? Wir wollen jetzt nicht unbedingt uns hier Ärger einhandeln. Und wir werden wahrscheinlich es trotzdem heute nicht schaffen, fliegen zu lernen. Mach mich ein bisschen sad. Aber ist halt normal, wenn man hier ab und zu mal noch mit Nebenquests beschäftigt ist, dass das halt irgendwo hier und da seine Zeit in Anspruch nimmt. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu... Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankov Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert.
Danke für deine Hilfe. Mit Dankopf Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Ja, wir sind halt ein netter Mensch, ne? Wir sind halt auch wie im echten Leben. Ein Mann voller Taten. So, jetzt reden wir nochmal mit Sebastian. Warum wir auch immer mit Sebastian jetzt anfangen würden zu schnacken, aber tun wir es einfach mal. Und gucken mal. Da ist er ja. Sebastian! Du kleiner Sliverin Motherfucker. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Mhm, gut zu wissen. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Na gut, dann würde ich mal sagen, bis Abend. Bis später dann. Cooler Shit. So, triff dich abends in der Haupthalle mit Sebastian. Joa. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal was anderes machen, aber können wir gerne als erstes hier reinschieben. Wo ist mein Boy? Erstmal abspeichern. Klingt so nach einer Mission, die man verkacken kann. Und ich bin ein Mensch, der ungerne verkackt. Mein Freund, I'm here. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Nice. Ich mag dich, Sebastian. Immerhin lerne ich bei Ihnen die geilen Zaubersprüche. Let's go. Und tschüss. Und das ist das, womit ich auch diese Truhen dann aufmachen kann. Das ist halt auch der wichtige Scheiß. Ich weiß nicht, ich kann Akio erstmal... Oh, wobei, Akio könnte ich vielleicht später noch gebrauchen. Ich tausche das mal gegen Levioso ein. Ah, was ist das? Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magien fesseln, die massiven Schildzauber brechen. Zaubere mit X, wenn du den Hinweis über den Kopf eines Gegners siehst. Ah, okay. Gut, 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 gut. Ja, dann let's go! Okay. Also, wie funktioniert das hier? Nahe Gegner spüren Fragezeichen und untersuchen Fragezeichen und untersuchen. Gelb, verdächtiges Verhalten, wenn du von Autoritätspersonen gefangen wirst, Ausrufezeichen rot, hast du in diesen Auftrag versagt.
Okay, das ist doch good to know. Das heißt, einmal hier mal wieder abspeichern. Nochmal als Sicherheit. Und dann auf geht's. Okay. Das ist doch gut. Weil jetzt geht sie in die Richtung und ich könnte mich jetzt in die andere Richtung reinbewegen. Ja, das ist nice. Wenn ich sie sehe, dann können das die Vertrauensschüler ebenfalls. So, eine Tür ist zu. Ich kann nur in diese Tür reingehen. Und beide gucken gerade dumm aus der Wäsche. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Okay. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Okay. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Dann let's go. Okay. Ich bin hier noch Gott sei Dank durch. Der Schlüssel. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Okay. Dann haben wir das Ding. Und solange sie jetzt hier erstmal abgelenkt ist, können wir ganz entspannt durchgehen. Ah, okay. Und hier ist also das die verbotene Abteilung. Okay, let's go. Revelio. Oh, voll endlich auch geil von der Synchronisation, ne? Dass er auch seine Stimmlage anpasst, wenn er was zaubert. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Aber hier ist nichts zum Erkunden. Das ist halt für mich ganz wichtig. Irgend so eine Kackbrille. Oh, die ist schlechter als die? Okay, die wird direkt zerstört. Gar kein Interesse für so einen Kack jetzt hier. Okay, nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Im Zielmodus kann... Aha, okay. I accept. I get it. Gut. Geist, sei vorsichtig. Hey, wo ist denn hier jemand? Ah, ein Geist, okay. Er hat ja was darüber geredet, dass wir aufpassen sollten, dass wir hier nicht an denen rankommen, weil solche Leute verpfeifen uns am Ende. Und das können wir natürlich für diese Mission gar nicht gebrauchen. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Ja, that's nice. Dann gehen wir mal hier mal ganz entspannt hier rein. Wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne. Damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Niemand darf uns sehen. Ich glaube, das... Jetzt müsste es funktionieren, dass ich jetzt auch diese Truhen aufmachen kann. Ja, endlich. Jetzt habe ich es endlich verstanden, wie es funktioniert. Gut. Ja, dachte ich mir schon, dass es so mit diesem Illusionszauber funktioniert, um solche Truhen zu bekommen. Aber schön, dass es so noch so ein bisschen... Ja, dass man so ein Kapitel... What the fuck? Dass es solche Kapitelabschnitte gibt, wo man das extra auch nochmal gelehrt bekommt. Wo zur Hölle sind wir aber hier? Okay. Hier bräuchte ich tatsächlich... Kann ich das einfach so benutzen?
Kann ich nicht. Nice. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Dann kann ich das zurück zu Akio machen. Weil ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier Akio gleich gebrauchen könnte. Nicht sicher, aber wenn Gegner kommen, könnte das als nütze. Oh! Neuer Griff für meinen Zauberstab. Wie sieht das aus? Sieht sogar besser aus als dieser Dildo-Griff hier. Ne, aber ich finde immer noch mein Laser-Ding geiler. Aber kommt schon der Sache etwas näher, muss man mal auch so gesagt haben. Ah, jetzt brauche ich hier Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Ja, also wir sind gearscht. Verfluchter Peeves, ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Aber nett von ihm, warum ist er so nett zu mir? Mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Voll nett von dem. So, okay, jetzt brauche ich in dem Fall Reparo. Das ist mir natürlich klar. I'm not fucking dumb. Reparo. Da, Reparo. Reparo. So, dann packe ich nochmal. Das war die falsche Taste. Dann packen wir nochmal unseren guten alten Illusionszauber aus. Nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, wann wir uns vielleicht kurzfristig sofort unsichtbar machen müssen. Das kann ja jeden Moment passieren. Dann können wir hier auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ja, behalten wir. Was haben wir hier? Das Ding ist wack. Wird zerstört. Wir brauchen Inventarplatz sowieso gerade. So, los geht's. Die Mission will ich mindestens noch vorm Stream noch abschließen. Aber sieht gefährlich aus. Könnte auch gleich sein, dass es vielleicht Ärger gibt. Also, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe es wirklich nicht gespielt. Aber ich meine so, der es baut sich so eine gewisse, ja, wie sagt man, eine Spannung auf. Wo man echt nicht so richtig weiß, was Lumos kommt jetzt hier. So, deswegen habe ich ja noch Lumos behalten. Natürlich. Spuren alter Magie. Okay, ja, nutzen wir das mal. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Mhm. So ein Portal, wo ich durchgehen kann. Joa. So, die Frage, was das hier zum Fick ist. Hier haben wir noch was. Wow, violette Drachen. Oh mein Gott, von allen Brillen, wirklich von allen Brillen, die man sammeln kann, muss ich immer diese hässliche Scheiße bekommen. Ich fasse es nicht. Jetzt sind es schon wieder, jetzt sehe ich aus wie dieser Typ aus Shrek. Oder wie diese Typen eher gesagt. So, das mache ich kaputt. Solche Brillen behalte ich nicht. Egal wie viel Geld der Welt sie wert sind. Rebellion. Jesus Christ. Wo führt sie wohl hin? Das Athenium. Wo bin ich hier? Okay, es ist wild. Akio. Ich sagte doch, Akio wird uns hier noch. Okay, ich muss es hier ein bisschen mit Magie ausstatten. Oh, knapp. Ich hab so das Gefühl, dass ich das. Okay. Nice. Weiß nicht, ob das automatisch ist oder nicht. Okay, jetzt kommt hier ein bisschen Ärger auf mich zu. Das war ja klar. Das sind Wachen. Okay, jetzt sind einfach gekillt. Nice shit. Incendio. Achso, Incendio ist nur ein Nahkampfzauber gewesen. Habe ich ja wieder mal vergessen. Akio. Easy. Incendio. Incendio macht aber auch sehr, sehr viel Schaden. Okay, gut zu wissen, das sind irgendwelche Flächendinger, die wir einsetzen können.
Rudi. Fahr zur Hölle. Habe ich gar keine Zeit. So, ich nehme mal ein Tränkchen auf mich. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugt alten Magieverstärker. Sammle sie auf und deine alte Magie... Ah, okay. Nice. Damit kann ich mir so ein bisschen Heilung auch verschaffen. Wenn mindestens einer... Ja, das habe ich ja schon gelernt. Das weiß ich ja sogar. So, ein bisschen Heilung habe ich mir jetzt geschnappt. Ich habe mich ein bisschen ungeschickt gerade in den Kampf angestellt. Habe gar nicht gesehen, dass es noch mehr als die beiden waren. Da habe ich nicht gut aufgepasst. So, wieder ein paar. Aber diesmal sind es 2. So, mein Bruder. Ab in die... Ab ins... Neptun. Er versucht mich die ganze Zeit anzugreifen, schafft es aber nicht. Was ist hier nochmal? Akio! Lumos! Lumos! Was ist das denn? Wie komme ich da hin? Vielleicht mit Levioso-Zauber? Oder Reparo? Auch ein gutes Ding? Aber... Reparo! Nee, das bringt gar nichts. Reparo, das war eine dumme Idee. Aber... Levioso vielleicht? Levioso! Dann brauchen wir wieder das hier. Ja, das check ich nicht. Okay. Ich hab vielleicht... Das würde ich auch niemals schaffen, den Sprung. Ah, okay. I get it. Okay, das sind solche kleinen Rätsel, die man... Oh! Das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Aber wie komme ich darüber, ey? Da muss es doch auch eine Möglichkeit geben. Lumos. Aha! Wusste ich's doch. Das kann doch nicht sein, dass man da nicht hinkommt. So. Ist nur eine formale Schuluniform und die sieht wahrscheinlich scheiße aus. Oh, die sieht genauso aus wie die hier. Tatsächlich, dann kann ich die ja kaputt machen. Zack. Und haben wir Inventarplatz gespart und haben sogar noch eine bessere Version von dem Ding gefunden. Aber nice. Gut. Let's do it nochmal. Nice. I did it. Hier scheint es weiterzugehen. Aber wohin? Lumos. Kann ja sein, dass hier auch irgendwo vielleicht so eine Plattform ist. Ins Zentrum. Okay, die Dinger leuchten nicht. Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf... Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Das sah nicht so aus, als hätten wir das eigentlich schaffen dürfen. Aber es hat irgendwie trotzdem geklappt. Gott, Alter. Was zum Fick war das? Ich habe mir kurz in die Hosen gekackt. Ich meine, also an sich passiert ja nicht viel, aber trotzdem. Man will es ja irgendwie... Oh, jetzt kommen ja richtig viele dazu. Das wird jetzt vielleicht ernst werden. Da sind richtig viele Gegner. Ja, machen wir das ganz kurz und schmerzlos. Genauso wie dir, mein lieber Freund. So, die nächsten kommen wahrscheinlich. Jo, dachte ich mir schon. Stupor, Digi. Schön Stupor. Hier hast du ein Stupor, Baby. Dich finische ich. Wiedersehen. Und den kriegst du ab. Oh, schade. Wegfliegen können die nicht. Oh, 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 oh. Nicer Protego.
Hier, Diggi, friss. Incendium. Okay, langsam kommen wir aber ein bisschen besser in das Kampfsystem rein als gerade vorher. Also wir haben ja jetzt diesmal gar keinen Hit kassiert. Es ist also doch ein Buch. Revelio. I like it. So, holen wir uns den Bullshit. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht so einfach werden wird, wie wir es uns denken. Ist es nicht Hogsmeade? Ist ja richtig hier aufgemotzt. Ah, und sie wurde dann Schüler auf der Universität. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich. Wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Ach, so wie ich? Wie es der Zufall will. Fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Mhm. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sagt einfach nichts und geht. Ja, das wird ja richtig gut gehen für euch, Leute. Aber wir sind auch jemand, der das kann. Das heißt, wir sind irgendwo ein Auserwählter, der diese Fähigkeit genauso beherrscht wie Sie. Ganz, ganz interessant. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich
dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Scheiß Peeves, Alter. Aber der Boy hat uns echt einen Gefallen getan. Da müssen wir uns bei den Jungen auf jeden Fall revanchieren, wenn die Zeit gekommen ist. Das ist das Einzige, was ich dazu, denke ich mal, so richtig sagen kann. Ne? Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, bin ich. Warte mal, hier ist auf jeden Fall noch ein Schlüssel, der hier rumfliegt. Mein lieber Freund, mein lieber Scholli. Oh Junge, wohin führt mich das denn schon wieder? Ah, ich sehe es. In diese Truhe mit dir, mein lieber Freund. So, fangen wir an. Großartig. I got you, I got you. So, kehren Sie zu Professor Fick zurück. My boy, der Fick. Extra Fick. So, weiß nicht. Was brauchen wir? Ich nehme auf jeden Fall Levioso wieder mit. Den Scheiß brauche ich wieder. Und ich kann mich ja doch wahrscheinlich zu my boy rein teleportieren. Ja, dann können wir einfach die Schnellreisefunktion benutzen. Da fällt das nicht so auf. Ne? Genau so sieht's aus. Jetzt können wir zu unserem Boy Mr. Fick gehen. Und ihnen so ein bisschen erzählen, dass wir dieses Buch geschnappt haben. Und, ja, dass wir hier auf jeden Fall eine ganz, 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 ganz spannende Entdeckung gemacht haben. Das sollte vielleicht der Boy Fick definitiv mitbekommen. So. Welts und Widrigkeiten. Bringt das Buch zu Professor Fick. Ja, Leute. Und das werden wir im nächsten... Okay, Chimmer, bitte. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Da habe ich Bock drauf. Ganz, ganz wild hier. Zack. Da kann ich ihn nicht angreifen. Ja. So, greifen wir ihn einfach außen nicht so an. Bam! Bam! So. Ja, aber Leute, das machen wir im nächsten Livestream. Ich habe Bock drauf. Wir haben jetzt so ein bisschen den Plot ein bisschen weiter vorangetrieben. Mehr als ich es mir persönlich vorgestellt hatte. Nichtsdestotrotz wird's geil. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist wirklich ein geiles, geiles Game. Da hat man irgendwie direkt so die Lust, wieder die ganzen Sachen auszupacken. Ne? Die ganzen Filme sich nochmal anzuschauen und. Darauf habe ich Bock, Leute. Dementsprechend, Leute, sehen wir uns das nächste Mal wieder. In dem Sinne, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.